Als bewusster Geist stehst du vor allem, was du dir ausdenkst. Das musst du gebetsmühlenhaft wiederholen. Und wenn du wieder einen Hauch von Zweifel kriegst, dass du dich verunsichern lässt von dem Geschwätz irgendwelcher Menschen, die in dir auftauchen, weil die einfallen lassen. Das ist der Test. Und dann ist immer wieder das Test, wo auch viele, das Wort Test, du solltest. Das lateinische Wort Test war auch in einem der letzten Updates, niemand Lateinwörterbuch in die Hand, der gut ist, hat überhaupt nichts mit dem Wort Prüfung zu tun. Das ist auch so eine Fehlübersetzung. Das hat dich ein Wort, wenn in dir auftaucht, dass du immer zuerst einmal das Vorstellung haben, was dein Programm hergibt. Drum ist, wenn du ein Update liest oder ein E-Mail kriegst, mach dir zuerst einmal bewusst, was ist jetzt da, real. Du bist auch da, wenn du nicht unbedingt Realität hast, und wir bleiben mal im klassischen Sinn, da musst du dir klar machen, ich sitze jetzt da nicht plötzlich auf dem Computerbildschirm oder ich habe eine Zeitung in der Hand. Ja. Jetzt schaust du Worte an und du beobachtest dieses automatische Werte- und Interpretationssystem, das du bisher Mensch genannt hast, wo ich sage, das ist nur ein Konstruktprogramm, ein Verwirklichungsprogramm. Mhm. Und du schaust, dass jedes Wort, das du anschaust, löst in mir eine gewisse Vorstellung aus. Mhm. In Maßsetzung deines Programms. Wenn du deine Vorstellung in deine Welt verändern willst, musst du dein Wertesystem und dein Programm verändern. Mhm. Und ich habe in Weckruf zum Beispiel, Entschuldigung, in Erwachen, da habe ich diese drei Ebenen des Bewusstseins, könnt ihr nachlesen, da ist dieses Beispiel mit der Eischale auch, wo ich sage, auf welcher Ebene befindest du dich mit dem Wort? Und du kannst dir schon mal dir bewusst machen, ein Sprichwort. Wo ich immer wieder sage, in dem Moment, wo du weißt, dass das ein Sprichwort ist, du liest jetzt zum Beispiel, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Wirst du feststellen, dass du diese Worte, die du anschaust, lösen dir eine gewisse Vorstellung aus, hundertprozentig nicht einen Krug, der zum Brunnen geht und dann auseinanderbricht. Weil das ist eigenartig, dass das in deinem derzeitigen Programm ein Sprichwort ist, also nur eine Metaphorik, ein Symbol, und du weißt, was das bedeutet. Nicht, dass da ein Krug zum Brunnen geht und auseinanderbricht, und wenn ich jetzt hinschreibe, Lügen haben kurze Beine, ist es dasselbe. Du kriegst ziemlich dieselbe Gefühlinformation mitgeteilt, ohne dir irgendwelche Lügen mit kurzen Beinen vorzustellen. Das heißt, bei bewusst wahrgenommenen Sprichwörtern, die in dir auftauchen, wenn du die kennst, ist sofort die Metaebene, die Symbolebene da. Irgendwann wirst du begreifen, wenn du eine Zeitung liest, dass alles, was du liest, was du zurzeit mit materialistischer Logik in dir verbildest, zum Beispiel der Papst besucht Österreich, okay, dass das genauso eine Metaebene hat. Das heißt, was du bei diesen Dingen machst, dass du das Wort Papst löst in dir was aus, Österreich besuchen, bei Wort der Krug löst auch in dir was aus, geht zu einem Brunnen, bis er auseinanderbricht, bloß da komischerweise machst du das nicht auf der ersten Ebene, sondern bei dem, wenn du weißt, das ist ein Sprichwort, gehst du sofort auf die Metaebene. Was passiert bei dir bei dem Wort Papst? Das Oberhaupt, Stall, Petrusstuhl in Rom, das Christentum, das Oberhaupt der Christen, also was einmal meine erste Grundlehre ist, was übereinsteht, liebe deine Feinde. Der Papst, den du dir jetzt bei dem Wort Papst denkst, liebt ja seine Feinde, der hat ja schon riesengroße Probleme mit den Protestanten. Das geht jetzt nicht, dass du dem Papst, den du jetzt denkst, der ja nur so sein kann, wie du in dir denkst, und das wiederum hängt davon ab, was in deinem Glaubensprogramm drin ist, dass du dir auch nicht raussuchen kannst, das vorwirfst. Nichts Geistloseres wie ein Mensch, der sich was denkt und den Gedanken, den er denkt, vorwirft, dass er so ist, wie er ist. Der kann sich nicht raussuchen, der Gedanke, den du denkst, wie du in dir denkst. Es ist, du bist schuld. Ja. Wenn du Bewusstsein hast, löst sich das alles auf. Die Fragen stellen sich nicht mehr. Wie war das in einem der letzten Updates? Die Menschen, die du dir bisher ausgedacht hast, was denkst du an Mensch? Immer, was ich früher tausendmal gesagt habe, bisher ein Leben lang hast du beim Wort Mensch und an Säugetierkörper gedacht. Plötzlich merkst du, hey, dass dieses Ich, ein Mensch, ist eine komplette Lebensgeschichte. Das ist das Programm. Das ist das große Ich. Dieses große Ich steuert eine Maske im Beamer. Diese Maske, diese Projektionsmaske, ist noch nicht das kleine Ich. Ich merke, das habe ich bisher noch nicht erwähnt. Du darfst das, was hier diese Maske, das nennt man auch im Videobeamer Display. Interessant ist, wenn du das Wort Dis, erste Ebene, Öffnung einer göttlichen Raumzeit und einer göttlichen Vielheit, ist ein Spiel. Okay, ihr kennt es ein bisschen. Interessant ist das Erste, was du jetzt, wenn ihr in einem Wörterbuch nachschaut, wenn wir hier D, J, S hinschreiben. Okay, hinten mit einem He, das ist das hebräische Wort für Brei. B-Rei wiederum umgesetzt heißt im Spiegel. Mhm. Das sind Spiegelfacetten. Mhm.
Play, haben wir unser Beller, heißt Wunder, und das Y sieht schon aus wie ein Ayin, das Wunder des Augenblicks. Du hast dazu hier im Spiegel ist das Wunder des Augenblicks. Was jetzt heißt, dass die Schatten, die du glaubst, die außen sind auf der Leinwand, die Hillet, sind eigentlich, spinnt sich in dem Projektor ab. Den Udo, den du dir jetzt auch, die Sprache, erzählt dir alles, wenn du die Vordersprache beherrschst. Nicht diskutierbar, ich mache Zahlen und dann rechne ich dir das mit der Arithmetik super noch. Und glaub mir, das kann nur einer wissen, der es erschaffen hat, und das bin ich. Und das ist jetzt wiederum nicht der Udo, den du dir ausdenkst. Und alles, wenn es einer überprüfen will, kriegt das mit, aber für deine Seligkeit musst du das wissen, wer du selber bist, und dann gibst du dich hin, fordere dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Jetzt ist immer, ich will nur noch das, was Gott will. Ja. Jetzt ist die Frage, was will Gott? Ich soll dir sagen, genau das, was jetzt da ist, sonst wäre es nicht da. Das erfordert ein absolutes Einverstandensein. Ja. Was jetzt entscheidend ist, wir heben die Scheidung auf. Dass jetzt angenommen, du siehst jetzt den Udo, dann ist der Udo hier ein Schatten. Du darfst jetzt den Udo hier nicht verwechseln, wenn ich sage, eine Persona, die in dir auftaucht, ist nicht diese deine Persona, die das projiziert. Darum nenne ich das immer deine, das die geistige Persona, aber schon auf der Ebene des Ausgedachten. Ist das da mal ein Video, eine Projektion, eine Projektionsmaske und ein Wahrnehmungsfilter, weil du alles, was da wieder reingeht, hast du mal durch das Filter deine Interpretation laufen lässt. Und das Ich hier beobachtet nur, das mischt sich nicht ein. Das heißt, es geht einfach nur, dass du einen Zustand kriegst, dass du dich ständig beobachtest, was ich Kirchengucken nenne. Das heißt, du wirst dir bewusst, ich bin das Kino, in mir läuft ein Film, und jetzt ist es, ein Kirchen kann ich rund um die Uhr beobachten, das ist das, was ich zu sein glaube. Dieses, wo ich sage, ich sehe, dass ich älter geworden bin, kriege ich plötzlich eine höhere Ebene. Mir wird bewusst, dass ein Ich da ist, das ich bisher zu sein geglaubt habe, das sich wiederum verwechselt mit seiner Person, die es zurzeit ist. Das Bewusstsein, sobald mir das denkt, ist schon wieder drin, da ist noch eins drüber. Das geht unendlich, aber lass das einfach mal stehen, wenn dir das bewusst wird. Und jetzt ist es so, jeder Moment, der in dir auftaucht, immer jetzt, ich garantiere euch, dass es von den unendlich vielen Momenten und Wahrnehmungen, die in euch auftauchen können, prinzipiell, was wiederum abhängig ist von eurem Glauben, so wie ein Computer auf Gedeih und Verderb auf seine Software und seine Daten angewiesen ist, müsst ihr euch klar machen in dieser Symbolik, ein moderner Computer ist mittlerweile nahezu immer mit dem Internet verbunden, und du hast die Möglichkeit, wenn du die Codes hast und die Adressen kennst, dass du dir aus dem Internet neue Programme und Daten rausholst, und damit kriegst du zwangsläufig neue Bilder. Und es fällt auch weg, immer andere zu belehren, weil das pass auf, ich wiederhole hier auch Beispiele. Ja. Der Einzige, der es verstehen muss und kann, ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Absolut. Und wenn du das verstanden hast, wird zwangsläufig im Maße zum deiner Erkenntnis die Welt um dich herum, dein Traum sich verändern. Es ist so. Ich bin nicht hier, ich erzähle es das auch kein anderen, das ist es, ich bin du. Und du musst es nur, du musst es verstehen. Ja. Die Sachen, wo du erkennst, dass in deiner Traumwelt jeder versucht, die Schatten von was zu überzeugen, er will an sich selber nichts verändern. Und wenn du, jeder Schatten, der geworfen wird, ist so wie das Objekt, das den Schatten wirft. Wenn du die Schatten verändern willst, musst du das Objekt verändern. Und alle Menschen, die ich dir zurzeit einspiele, jetzt normal gesprochen, versuchen alle ihren Glauben, ihre Einseitigkeit in Schatten um sich herum aufzuzwingen. Und die wollen nicht ums Verrecken, sondern ihren eigenen Glauben verändern. Und darum verändert sich nichts, darum schwingt es ohne Ende. Bis du das erkennst, ich muss in mein stilles Kämmerchen zurückgehen und muss das in mir machen. Ganz alleine, wenn ich meinen tiefen Glauben verändere, wenn ich meine Interessen verändere, auf was anderes richte, ist das, was ich nicht mehr denke, nicht mehr da. Wenn ich resoniere und ich sage jetzt, alles, was ich will und was ich nicht will, wird sich ständig wiederholen. Ein vollkommener Geist ist wunschlos glücklich. Wieso? Weil Vollkommenheit keine Wünsche hat, und solange du dir noch was wünschst, vor allem noch einwilligst, dass du meinst, diese Vollkommenheit in der Zukunft erreichen zu können, redest du dir auch ein, dass das, was du dir wünschst, noch nicht hast. Ja, klar. Wenn was in dir auftaucht, was du nicht haben willst, und du ständig versuchst, es zu bekämpfen, das ist wie ein Bild, das ist ein Puzzlestück mit Puzzlestücken, die auftauchen, die wollen alle angelegt werden. Und jeder Gedanke, die Einheit ist das große Bild, das göttliche Kind. Und das zerbricht jetzt in viele Puzzlestücke. Ich erwähne nebenbei nochmal, wenn wir Hebräisch Putz, Zell hinschreiben, Pewaf Z heißt ausgebreitet, ausgestreut, und ZL heißt Schatten. Putzel heißt ausgestreute Schatten, ein einziges Licht, das ist das vollkommene Bild.
rot geschrieben. Und das sind unendlich viele wechselnde, ausgestreute Puzzlestücke, die letztendlich alle aus dem Bild in Verbindung mit dem Glauben entspringen. Das heißt, jede Gedankenwelle, was ist ein Meer, das eine Welle auftaucht und sagt, die Welle will ich nicht zurücknehmen. Das funktioniert nicht. Das heißt einmal, es gibt keine Wellen, die das Meer verlassen können. Meinst du, dass ein Gedanke, den du dir denkst, deinen Geist verlassen kann? Was ist jetzt mit der ganzen Welt, die Sterne, das Universum, das du dir ausdenkst? Wo ist jetzt die Sonne? In Wirklichkeit, nicht was deine Logik sagt. Was ist eigentlich mit deiner Bundespolitik, mit deiner Kanzlerin Merkel, wenn du nicht an sie denkst? Du bist immer. Wenn du die denkst, ist die so, wie du sie dir denkst. Im Aussehen, das Wort Angela Merkel löst in dir sein Bild aus, das du dir nicht rausgesucht hast, und einen Charakter aus. Je nach Programm, was du sagst, die ist gut oder die ist schlecht, auch das suchst du dir nicht raus. Du kannst nur beobachten. Und jetzt wiederhole immer und immer wieder, ein Tierforscher will an den Tieren, die er beobachtet, nichts verändern. In einem Traum gibt es nur einen einzigen Geist, das ist der Geist, der mir jetzt zuhört, und du kannst wach werden. Und jetzt mache ich einen Sprung zum Anfang dieses Gespräches, wo ich jetzt nochmal die vier Ebenen eures Bewusstseins erkläre. Umso realer die Bilder werden, umso konzentrierter du bist, umso mehr gehst du in die Vergessenheit. Und ich werde ganz nebenbei euch jetzt beweisen, dass es überhaupt keinen grausamen Gott gibt. Dass der nur Liebe ist. Wir stellt euch vor, ihr nehmt einen Roman in die Hand mit einer fiktiven Geschichte, dann schaut jetzt erst einmal nur Worte an. Die Worte werden in Maßsetzung eures Interpretationssystems in euch Vorstellungen aufwerfen. Das ist das, was ist. Jeder Geist, der ein Hauch von Geist ist, kann das in sich beobachten. Du vergisst es dann natürlich, aber pass auf, jetzt denken wir uns folgende Situation. In dieser Geschichte treten zwei Protagonisten auf, das sind jetzt erst nur Worte, Charaktere. Und da wird jemand gefoltert. Und es wird jetzt ganz mit Worten, ganz plastisch beschrieben, wie denn die Fingernägel runtergezogen werden. Und dann wirst du als Leser feststellen, dass dich zusammenzieht bei der Vorstellung, weil es fühlt nur der Geist. Wenn du Zahnschmerzen hast, muss dir eins klar sein, deine Zähne können nichts fühlen, die haben keine Schmerzen. Wenn du Kreuzschmerzen hast, dein Kreuz, dein Rücken, dein Knie, du spürst. Alles, was in einem Traum passiert, wird nur von dem Geist gefüllt, der träumt. Es gibt keine Erscheinung, keine Figur, die im Traum in die Erscheinung tritt, die selber ein Gefühl hätte, weil das nur Schatten sind, die in einem Traum ständig flackernd auftauchen und wieder verschwinden. Ich denke mir jetzt eine Katze und ich steige der Katze auf den Schwanz und die schreit auf. Ich denke mir ein altes Auto und ich steige voll in die Bremsen und die Reifen schreien auf, die quietschen. Jetzt frage ich dich, hat die Katzenschmerzen, hat die Reifenschmerzen? Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Dieses Ich glaube das, heißt das dann mal, ich halte für wahr, ich bestimme das. Ich hätte die Freiheit, das auch anders zu denken. Aber wenn ich weiß, was jetzt ist, kann eine Katze, die ich mir jetzt denke, Schmerzen haben, die wird das haben, was ich denke, dass sie hat, wenn ich ihr auf den Schwanz steige. Okay, wir kommen zurück zu dem Buch und jetzt bleiben wir einfach in den Roman, während du die Worte anschaust, wirst du zu einem Kino. Das läuft automatisch ab, also vollkommen von selbst. Und wir denken uns folgende Situation, in dem Roman lese ich, dass einer einen anderen in die Fresse haut und der blutüberströmt dasteht und vor Schmerzen aufschreit. Wenn ich weiß, dass ich jetzt nur eine fiktive Geschichte aufgrund von Worten in meinen Kopf in Form von Vorstellungen entwerfe, ist mir vollkommen klar, dass diese fiktive Romanfigur, die ich mir jetzt in meinen Kopf denke, selbst keine Schmerzen hat. Das ist die erste Ebene des Bewusstseins. Und jetzt wollen wir vier Stufen reinschreiben in die Vergessenheit. Die erste Stufe der Vergessenheit, wir machen aus diesem fiktiven Roman ein Drehbuch und drehen einen Zeichentrickfilm. Wir schauen uns dieselbe Szene an. Auch hier ist dir bewusst, du siehst jetzt dort Zeichentrickmännchen, das eine schlägt den anderen eins ins Gesicht, Blut fließt, alles Blödsinn, das ist ein Fernseher, es sind nur Fernseher, wo Lämpchen flackern. Das ist die Realität. Bewusstsein ist sich jeden Moment, absolut jeden Moment bewusst, was jetzt, das heißt aber, was ist jetzt real? Dann werde ich, wenn ich mir das bewusst ist, werde ich keine Sekunde daran denken, dass da irgendjemand Schmerzen hat. Aber das ist nicht dritte Stufe, und jetzt kommt das Problem des Erschaffens. Ich habe in einem der Updates darauf hingewiesen, im Hebräischen gibt es das Wort Erschaffen ist ein anderes Wort, wie das Wort Schöpfen. Ohne jetzt ins Detail zu gehen. Das ist Bara heißt, es wird was erschaffen. Das heißt, du brauchst einen logischen Affen, du brauchst eine Affinität, ein Spielprogramm, sonst kann erst Himmel und Erde gar nicht da stehen. Du musst auch diese Vielheit, schauen wir uns dann einmal im Original genauer an noch, inmitten dieses Kopfes erschaffen oder
die Beschwörungen des Meeres, meine, was ich beschwöre, es wird immer so sein, wie ich glaube, dass es ist, was ich hundertprozentig unwidersprochen glaube, das beschwöre ich, ja. Und das ist für dich dann auch real. Unabhängig davon, ist doch bewusst, dass die Steine sich bewegen. Wo waren die jetzt die ganze Zeit? Kann sich was bewegen, wenn es nicht da ist? Du musst jetzt erst einmal Steine denken und die Dinge, die du dir, die Steine, die du dir jetzt ausdenkst, die werden genau das tun, was du denkst, dass die tun. Aber was ist mit denen, wenn du nicht dran denkst? Merkst du die Falle des Materialismus? Und es geht jetzt nicht darum, dass du irgendeine Figur in deinem Traum davon überzeugst, dass es so ist. Nur eine. Dich. Nur du musst es begreifen. Ja. Ja. Weil nur du wach werden kannst, du Geist. Ja. Ist so. Der wettert ja laufen gegen Weltverbesserer. Das sind jetzt so Sätze gegen den Udo. Ich habe noch nie gegen einen Weltverbesserer, wenn ich die nicht gewollt hätte, hätte ich die in deinem Traum nicht auftauchen lassen. Die größere Frage, wo du dir stellst, ist, wieso taugen so Weltverbesserer auf, als wenn man an meiner göttlichen Schöpfung was verbessern könnte. Ich muss an einem Führerscheinprüfungsbogen nichts verbessern, ich muss die Fehler erkennen, ein Kreuzchen machen und lernen und dann ist das vom Tisch. Und dann müssen die Nächsten denken über den Führerscheinprüfungsbogen durch und zeigen, ob sie die Fehler erkennen. Das ist das Wachstum des Geistes. Dritte Stufe der Vergessenheit. Wir machen wieder dieselbe Geschichte, dieselbe Grundlage, ein Drehbuch. Bloß jetzt machen wir keinen Zeichentrickfilm, sondern was du einen klassischen Spielfilm nennst. Im Prinzip ist es wie beim Zeichentrickfilm. Und wenn die Falle kommt, sobald du auf diese Glasplatte glotzt und deine Unachtsamkeit dir einredet, dass das Menschen sind. Es sind dieselben Lämpchen wie bei den Zeichentrickfiguren. Und da gibt es nichts, da gibt es ja nicht einmal Bewegung, wenn die sich bewegen, aber das lässt dich einschlummern, das ist Selbsthypnose und du erklärst dir ja alles total, du bist ja so unendlich gescheit. Aufgrund der materialistischen Kausalität gehst du davon aus, dass alles von der Außenwirkung in dich reinkommt. Und nicht, dass das bloß da aus ist, weil du dir das ausdenkst. Jetzt denkst du dir natürlich hier, dass das, wenn du weißt, das ist ein Spielfilm, wieso auch immer, denkst du dir, wo kommt der Film her, der muss ja irgendwo in der Vergangenheit gedreht worden sein. Du denkst dir jetzt Schauspieler aus, zum Beispiel nach Amerika, und dann ist natürlich klar, gut, die Männchen haben eh keine Schmerzen, aber der Schauspieler, wo da gefilmt wurde, was ich jetzt sehe, das ist so, wie du dir jetzt zum Beispiel ausdenkst, während du jetzt diese Aufnahme anhörst, dass die irgendwann in der Vergangenheit aufgenommen wurde. Vergiss es, ich beweise euch, dass die jetzt aufgenommen wird und jetzt angehört wird. Und den Abstand zwischen den zwei jetzt, die du dir auseinander denkst, sind alle beide hier und jetzt. Das ist easy, ne? Nur ein bisschen einen Geist brauchen. Also pass auf, du denkst dir die Schauspieler aus und dann leuchtet dir ein, der jetzt da jammert und schreit, weil das Blut aus der Nase rausläuft. Das ist ja nur Filmblut und der spielt es ja bloß. Logisch, ne? Wie ist auch alles vollkommen logisch, bloß nicht geistreich. Jetzt gehen wir noch eine Stufe in die Vergangenheit. Dieselbe Situation, bloß wieso auch immer redest du dir ein, das in Nachrichten. Demonstration, irgendeiner hat dann bei der Zeit nur wie in die Fresse kriegt. Ich mache für die Eltern Stuttgart 21, dieses ist ja hier und jetzt vielleicht bei manchen wach zu rufen, wo der alte Mann Blut überströmt und über den Platz läuft. Dieselbe, das ist wieder nach wie vor bitter, bloß komischerweise, jetzt erschaffst du eine Vergangenheit in deinem Kopf und du weißt ja jetzt hundertprozentig sicher, dass der Schmerzen hat, weil das echtes Blut ist. Die Schmerzen magst du, du bist schuld. Du bist schuld, weil du bestimmst, dass der Schmerzen hat. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn in Wirklichkeit real, absolut real, was du beschwören kannst, ist einfach, du klotzt auf eine Glasplatte mit Bildern. Dein Erklärungsmodell erschafft eine Vergangenheit und du bestimmst jetzt, dass der Schmerzen hat. Du bist der böse Gott, nicht ich. Ich unterhalte dich bloß mit interessanten Geschichten. Ja, toll. Und jetzt legen wir die vierte Stufe der totalen Vergessenheit vor. Die vierte Stufe der totalen Vergessenheit. Du gehst abends spazieren und auf der anderen Straßenseite prügeln sich ein paar Jugendliche und der eine kriegt dann sein Gesicht und steht gut überstürmt da und schreit. Jetzt wirst du nicht eine Sekunde auch nur einen Hauch an Zweifel dran lassen, dass der Schmerzen hast. Du siehst es doch. Und jetzt, ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht laufen Sachen, die ihr nicht seht. Ihr müsst lernen zu sehen, was jetzt ist. Und du wirst immer mehr erkennen, dass du nicht siehst, was jetzt ist, sondern du siehst zu 99%, was deine Logik dir interpretiert und vorkommt. Siehst du, wenn du eine Zeitung liest, was jetzt wirklich ist? Oder siehst du nur, was deine Logik dir vorkommt, wenn du die Worte anschaust? Das heißt, der einzige Satan, der überhaupt satanisch ist, der alles trennt, ist ein unbewusster Geist. Und jetzt können wir Pause machen. Aber es geht schon was aus. Schon tausendmal gehört, ne? Ja, gern. Schon tausendmal gehört, ne? Tausendmal gehört.
Und das Stimmen der Sprache, das Stimmen der Sprache, was ich dann mit Hebräisch mache, das soll ja wirklich dieser Bonbon, was ich nebenher mitfließen lasse, was aber gar nicht wichtig ist. Wenn ein Kind, ein 60, so wie du dir jetzt einen 60-Jährigen ausdenkst, wenn er nicht total versaut ist vom Materialismus, ist ja nicht blöd, es bleibt was Ausgedachtes und was Ausgedachtes wird sie verstehen. Versteh, was ich dir mitteilen will, dass der Geist das alles nachvollziehen kann, wenn du die eigenen Gedanken machst, dass du unterscheidest zwischen dem, was du jetzt beschwören kannst, was wirklich ist, und das, was dir logisch erscheint. Mhm. Ist der Satz, du musst verwenden, Geist, geistreich ist nicht logisch, eine Maschine ist logisch. Wenn du Logik, wenn du Intellekt bewundern willst, dann setz dich vor den Computer und geh ins Internet. Dann hast du ein Todesstück Materie, das du alles fragen kannst, das dir auf jede Frage, die du stellst, eine Antwort gibt. Nicht nur eine, sogar tausend verschiedene. Das ist das nächste Problem auch, wer entscheidet jetzt von den widersprüchlichen anderen, welche Richtung ist. Das ist in den vielen geschwätzigen Foren. Das ist so Geistlosigkeit, ins Internet zu gehen, um sich beraten zu lassen. Ich sage, warum willst du permanent von einem anderen deine Meinung hören? Warum willst du ständig von jemand anderem erfahren, was du glauben sollst? Hast du keine eigene Meinung? Warum willst du das nicht selber bestimmen? Weil ich aber nur mal sicher gehen will. Das heißt, du sprichst dir deine ganze Göttlichkeit, deine Autorität ab. Ganz schlimm, auch bei Ärzten oder was, die vollkommene Entmündigung, bis du begreifst, wie unendlich geistlose Kreaturen diese angeblichen Wissenschaftler sind. Ich betone nochmal, schon die Griechen haben erkannt, dass das Einzige ist, was ich ständig bewegt gestanden ist. Der weiß nicht, was er spricht. Aber das geht jetzt nicht darum, dass du dir den Wissenschaftler, den wir uns jetzt ausdenken, der ein Gedanke ist, sondern du musst es. Wenn ich wen anlache, glaube ich immer nur den Geist an, der mir jetzt tut. Oh ja, sehr gerne. Dir werde ich vorgehen, aber ist dir das nicht schon längst ausfallen? Muss ich mich so klein machen und in deinem Traum selber erscheinen und dich wieder darauf hinzuweisen? So arg, ich werde vor Gott jederzeit beschwören, dass ich nicht geschlafen habe. Was sollen dir das sagen? Und jetzt pass auf. Jetzt gehen wir mal auf die Bewusstseinsebene des wirklichen Geistes, der auch, wenn du über was nachgrübelst, hinter dem grübelst, den du dir ausdenkst. Weil alles, was du dir denkst, ist ja nur ein Gedanke in dir. Du bist der Geist, der immer ist. Okay? Mhm. Ja, ja. Lass es mal ganz kurz. Das heißt, ich grübel über was nach. Und in dem Moment, wo ich in meinem Bildschirmmonitor bin, ist meine Frau nicht da. Weil ja immer nur das da ist, wo ich drüber nachdenke. Ja, genau. Und so wie Klingelingeling in dir auftaucht und du aus nichts, das kommt aus dir, kommt plötzlich neben mir meine Frau und sagt, du schnarkst. Das ist wie ein Geräusch, das in mir auftaucht, das vorher nicht existiert hat. Auf einer höheren Ebene siehst du jetzt, wenn Menschen träumen, träumt jeder, Programme, das sind Perspektiven, träumt jeder seinen eigenen Traum. Das heißt, ich habe auch hier, ich war, wenn man jetzt diese Perspektive nimmt, die Frau, die neben mir liegt, die wird erst immer im Nachhinein konstruiert. Ihr kennt dieses Telefonhörerbeispiel. Ja. Klingelingeling. Mhm. Das leuchtet jeden ein. Was ich mit ihr gehabt habe, glaube ich, du warst bei mir, wo wir gestern haben, und dann erkläre ich ihr was, dann hört sie zu. Dann hört sie zu auf dem Balkon. Ja. Pass auf, durch das Zuhören, es ist ja immer nur das da, wo du den Fokus hast. Dann bin ich mit der Erklärung fertig und dann sagt sie irgendwie, Mensch, bin ich vollgefressen. Das ist natürlich jetzt, wenn du reinschaust, ist es so, dass sie glaubt, sie fühlt sich vollgefressen, weil sie vorher viel gefressen hat. Nein. Es ist immer genau andersrum. Ja. So wie, wenn das Telefon bei dir klingelt, gehst du davon aus, deine Logik erklärt dir, weil der Ausnahme ist und dich anruft, deshalb klingelt dein Telefon. Es ist umgekehrt, es raucht in dir das Geräusch Klingelingeling auf und aufgrund des Geräusches denkst du dir jemanden aus. Jetzt pass auf, es ist nichts, du hörst zu und plötzlich, ich höre auf zu reden und plötzlich taucht in dir das Gefühl der Fülligkeit des Satzseins auf. Und dein Materialismus wird dir immer erklären, wo das vorher aus der Vergangenheit herkommt. So wie ich nochmal sage, es ist vollkommen logisch, dass ich von meinen Eltern abstimme, bis ich begreife, dass meine Eltern nur existieren, wenn ich sie ausdenke, die stammen von mir. Du musst den Materialismus einfach drehen und jetzt wichtig, ich sage nicht, dass diese Seite richtige ist, es ist ein Spiegelbild. Und Vollkommenheit ist, dass du beide Seiten gleichzeitig siehst. Wenn du dich krank fühlst, ich sage, wenn die Gedankenwelle krank, gesund auftaucht und du hast jetzt in deinem Vordergrund die Krankheit, musst dir bewusst werden, dass die riesengroße Falle darin besteht, dass du versuchst, gesund zu werden. Das heißt, du versuchst, von einer Einseitigkeit in die nächste reinzuschwingen. Du bist, wenn du dich gesund fühlst, genauso unheil, wie wenn du dich krank fühlst. Weil Krankheit wahrzunehmen genauso einseitig ist wie Gesundheit wahrzunehmen, bloß die ist es nicht bewusst. Heil bist du, wenn du die ganze Welle siehst, dann bist du jenseits von gesund und krank.
du hast das falsche Ziel. Und da du immer nur eine Einseitigkeit anschwebst und das System sich vervollkommen will, schwingst du ständig hin und her. Dann wiederholt sich das, bis du sagst, Mensch, verdammt nochmal, die ganze Welt ist eine Einheit. Erst Krankheit und Gesundheit ist wie Lieben und Hassen. Wie Tag und Nacht. In eins gedacht, ein einziger Tag. Lieben und Hassen ergibt erst die Liebe. Weil ich ja erst was lieben kann, in Form von das will ich, wenn ich es vorher von mir getrennt habe, von eins ausgeht. Die wirkliche Heiligkeit äußert sich in dir in Gesundheit und Krankheit. Ja, aber wenn ich jetzt habe viel Gesundheit, also mir geht es gesundheitlich richtig gut, dann ist ja im Hintergrund ist ja die Krankheit da, sonst könnte ich sie ja als gesundheitlich wahrnehmen. Aber dann genieße ich es doch so, wie es ist. Alles. Du genießt den Krimi. In einem Kino, wenn du Zuschauer bist, wirst du nicht nur Liebesfilme sehen. Ihr wisst, ich habe so auch gesagt, und ein Liebesfilm, der am Anfang keine Missverständnisse hat, ist eine langweilige Scheiße. Ja. Und ich brauche beim Krimi, brauche ich Gute und Böse. Und ich brauche Spannung und ich brauche Wechsel. Und ein Film, umso mehr der Haken schlägt, wo ich nicht damit rechne, werde ich danach sagen, ist das ein toller Film. Cool. Das gilt aber nur, solange ich meine, das ist ein Film. In Bezug auf mein Leben versuche ich mit aller Gewalt genau das zu vermeiden. Das heißt, jeder normale Mensch hat eine Idealvorstellung von Leben in sich, ein normaler Mensch. Eine Idealvorstellung, die er meint, das ist das Beste, wo er sich klar machen sollte, wenn man von seiner Idealvorstellung von Leben einen Film dreht, die langweilige Scheiße, die kann ich halt nicht schauen. Ja. Es ist das, was ist, da diskutiere ich nicht drüber. Aber ich brauche kein angenehmes Gefühl haben, weil es ist so, wie es ist. Ja, das hat sie. Ist gut. Und dann denke ich manchmal, Vater, fantastisch, dass du mich gemacht. Ist auch einmal, es kocht. Wenn ich koche, wenn die Leute... Mal, ihr müsst euch nicht beim Udo bedanken, der Udo kann sonst den Kochen wie der Kochtopf. Mhm. Es benutzt den Udo, wie Udo den Kochtopf benutzt. Genau so ist das. Und der kann Einfluss mehr drauf. Ja. Das heißt, sagt nicht, Mensch, Udo, hast du super gekocht, es hat gut gekocht. Und wenn Scheiße schmeckt, dann beschwert euch auch bei es. Wenn es versalzen ist. Weil ich doch auch dankbar sein dafür, dass es so ist, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Und dafür darf ich auch dankbar sein. Immer. Du wirst irgendwann einmal merken, dass gerade das, was dir nicht logisch erscheint, das Neue ist. Was vollkommen neu ist, kannst du mit einer Logik nicht anfassen. Mein Beispiel Basic Windows. Es muss dir vollkommen fremd und falsch und verkehrt erscheinen. Und das ist ja, das erhebt deinen Geist in eine neue Region. Wenn du nur das akzeptieren musst, was dir logisch erscheint, kommst du aus diesem scheiß logischen System nicht raus. Du bleibst ein reiner Werte- und Interpretationsmechanismus, der sich nicht selber erweitert. So einfach. Nochmal, den einzigen Feind, den du hast, ist deine zweifelnde Logik. Den einzigen Feind, den du hast, ist dein Ego. Steht im Asti Bindu schon drin. Du hast nur einen Feind. Das ist das, was permanent in dir schwätzt. Ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch. Ich kann doch nicht, wer bestimmt das? Wer bestimmt das? Ich, dieses ist das blaue Ich. Verdammt nochmal, du bist Geist, du kannst alles. Du gehst nicht an der Fähigkeit zu sterben, sondern an einer unendlichen Fantasielosigkeit zugrunde und permanent, dass du meinst, du müsstest dich an Regeln an andere halten. Das ist ein Meister. Pass auf nochmal, du kannst als normaler Mensch alles lernen. Ich kann den Menschen zeichnen, malen beibringen, ich kann jedem Menschen Klavierspielen beibringen, zumindest, dass er hier was klippern kann, was nicht lange heißt, dass er Pianist wird, dazu brauchst du eine Berufung. Und jetzt sind wir wieder beim Meisterpianisten, bleiben wir beim Klavierspielen, wo mir man sagt, die Fragen, wo der schon gehört hat, wie viel Prozent Talent, wie viel Prozent Fleiß. Wir wollen uns nicht an der Prozentzahl festmachen, aber jeder Meister wird dann sagen, 10% Talent und 90% Fleiß. Oder 20%. Das heißt, zuerst einmal, um wirklich ein Meister irgendeines Fachs zu werden, brauchst du ein gewisses Talent, eine Grundveranlagung. Ja. Ja. Aber jeder Meister, den Preis, den er zu bezahlen hat, der muss wiederholen, 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 bis zum Erbrechen mit Fleiß wiederholen, dass er zu einem Meister wird. Ja, ist so. Und das ist das, was ich jetzt immer wieder, wo ich sage, das hören, ich weiß, ihr könnt nicht genug bei Leuten, jeder und jeder von euch, der sich längere über Jahre jetzt hier und jetzt ausgedacht mit Hodophilien beschäftigt, diese Erfahrung, immer wieder alte Schriften zu lesen, wo man vielleicht schon 10-mal gelesen hat, und plötzlich meint man jedes Mal, es ist ganz anders, weil das Licht immer ein bisschen weiter aufgeht. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, wenn ich jetzt auch hier bei, ich sage mal, jetzt hier und jetzt ausgedachten Holofeeling-Profis
in Redo, wo ich jetzt in der Schweiz bin, wo ich sage, Redo, lies den Weckruf nochmal. Den hat er bestimmt schon, wie das erste Mal bei mir war, habe ich sofort gemerkt, als Udo, jeder Satz, wo ich, Mausweinbeispiel, der hat diese Schriften, was ihm zugänglich war, über 10 Jahre studiert, gefressen. Es gibt keinen Vorgang, wo er nicht gekriegt hat, wo er nicht 100 Mal im Autoradio angehört hat. Bei dem war jeder Satz präsent. Und selbst da, wo ich jetzt wieder sage, lese den Weckruf nochmal erst. Und der sagt dann sofort, das ist der totale Wahnsinn. Da steht in ganz einfachen, klaren deutschen Worten. Beim Weckruf, wo ich immer sage, du Geist, der du jetzt diese Worte, die Zahlen, die Worte anschaust, du bist der, der denkt. Und wenn du jetzt denkst, wer hat es geschrieben, der Udo, das ist schon ein Gedanke, den du dir ausdenkst. Oder in Holofeeling für Neugierige, wenn du jetzt sagst, der bittet sich ein, der ist Gott. Um eins klar zu machen, das hat der Udo, der Autor, nie behauptet. Der behauptet, der Autor behauptet, ich bin du. Wenn hier einer Gott ist, wir definieren einmal Gott als Schöpfer, dann bist du jetzt Gott, weil du erschaffst jetzt vollkommen logisch. Du schaust ein Schrift an, wo eine Schrift ist, muss auch ein Schreiber sein. Und du erschaffst jetzt diesen Autor, der diese Schreiben angeblich in der Vergangenheit geschrieben hat. Ist ja vollkommen logisch, was du dir jetzt denkst. Muss ja irgendwo herkommen. Denk gerade an die 4 Stufen der Vergessenheit. Das ist schon erschaffen. Und du behauptest jetzt, dass dieser Schreiber, der das geschrieben hat, was du jetzt liest, dass der glaubt, Gott zu sein. Ich sage, du liest offensichtlich nicht das, was da steht. Du verstehst die Worte nicht. Ich sage dir, dass die Worte jetzt in dir auftauchen und du der Geist bist, der denkt. Und jedes Wort, das du denkst, löst in dir eine Vorstellung aus. Und du Geist, der denkt, ist was anderes wie die Vorstellungen, die du um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Natürlich nur hier und jetzt. Morgen gibt es kein Freibier. Nee. Weil morgen überhaupt, wenn morgen existiert, es ist jetzt ein Gedanke, den du jetzt denkst. Ja. Und wenn morgen überhaupt existiert, garantiere ich, es ist heute. Ja. Wenn es überhaupt existiert, ist morgen heute, weil es kann alles nur heute existieren. Ja. Heute ist der jüngste Tag. Heute ist der Tag des Gerichts. Ja. Essen. Merkst du die Sprache des Seins? Aber was dir plötzlich bewusst wird, wie lange dauert heute? Jeder Moment, den du heute wahrnimmst, nimmst du jetzt wahr. Und so tschuk, tschuk, fällst du immer mehr. Und umso mehr du ins Jetzt kommst, umso energiereicher wirst du. So ist das. Fällt alles zusammen. Das ist kein was ich euch erzähle, ist erstmalig kein esoterisches und religiöses Geschwätz. Und vor allem kein naturwissenschaftliches Geschwätz. Es ist rein die Erkenntnis von einem absoluten Faktum des Geistes, der ist. Der erkennen muss, das bin ich. Aber was am Ende muss ich erkennen, es gibt nur mich. Ich bin alles. Dann hast du Holofeeling verstanden. Wenn du ich bist, bist du. Das ist immer wieder, das hast Holofeeling, das Gefühl alles zusammen. Ein anderes Wort dafür ist Liebe. Rote Liebe ist einfach nur Liebe. Das ist Liebe. Ja. Sagt die Liebe, was denn sonst? So. Ja? Das bin ich. Das bin ich. Aber was ist ich? Welches ich redet jetzt ich? Mhm. Wichtig ist, welcher Geist denkt sich jetzt diese Schwätze aus, die alles so nicht. Ja, genau. Das ist, hast du noch ein Stück Brot? Wenn du das jetzt gecheckt hast, bist du mit einem Fuß in der geistlichen Welt. Du, aber das sagt er mal zu mir. Und da kannst du nicht zu niemandem mitnehmen. Und wenn du nicht voll irgendwas loslassen willst, wirst du da nicht höher kommen. Du kannst nichts mitnehmen, wobei du nichts verlierst. Nochmal, das Meer kann seine Wellen nicht verlieren. Sollte irgendeine Gischt, ein Wasserspritzer hier rausgeschleudert werden, eine Persönlichkeit bilden, hey, ich bin ja wer, wie ich immer so schön sage, und jetzt irgendwann kehrt sich das Blatt und mir fällt wieder diesen vielen grenzenlosen Meer entgegen und hat eine panische Angst. Ich sage, was hast du denn Angst, wenn du reinfällst? Du wirst nicht weniger, du wirst mehr. Achte, du wirst mehr. Nee, da kannst du schon wachsen. Kannst du schon wach sehen? Wach sehen. Du kannst essen. Zuhören. Halbe. Sag ja. Mal langsam sage ich ja. Langsam komme ich an. Also langsam begreife ich, worum es geht. Und so immer wieder das Wesentliche, wiederhole es doch mal. Jetzt wiederhole ich nochmal, du musst nichts glauben, was du nicht bewusst machen könntest, aber bewusst machen kann sich nur ein Geist etwas. Also. Und du wirst immer mehr akzeptieren, dass was ausgedacht ist, vergänglich erscheinen wird. Und du verlierst nichts. Das ist mein Beispiel, wo ja viele von euch kennen oder die meisten, dass ich sage, du bist ein Geist. Ein Geist kann nur in Verbindung, so wie ein Videobeamer oder ein Computer nur in Verbindung mit einem Programm Bilder Vielheit erzeugen kann, mit einem Urteil, den Mensch, das blaue Ich, den Menschen nenne ich ein Werte- und Interpretationssystem. Genauso mechanisch programmiert,
Du brauchst den Menschen, dass du überhaupt Vorstellungen in dir wachwerfen kannst. Und immer, der Mensch als Programm ist nicht die Person, wo du denkst, um solch, du existierst auch. Dann, wenn du nicht an deinen Körper denkst, ja. Was aber im Hintergrund läuft, ist die DVD, das Programm. Die Persona, die du dir ausdenkst, ist auf der Leinwand. Der Mensch, der du bist, der ist auch dann da, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Das bleibt der Mensch. Verstanden? Du bist aber noch mal eine Ebene drüber. Und jetzt ist es ganz, ganz entscheidend, die Scheidung auflösen, dass dieses Bewusstsein, wo du kriegst, dass ich das Einzige bin, was immer bin, unveränderlich. Dass ich gerade jetzt bei älteren Leuten, fühlst du dich jetzt einen Hauch älter oder jünger, das rein der Geist, der erfüllt, und du musst dir eingestehen, dass jeder, wo ein Geist ist, wenn ich immer anschaue, wenn ich so jetzt mit meiner Inge, da schaue ich in ihr Gesicht, und da ist es einfach, ich sage, willst du, die sagt, nie verdammt, ich bin dasselbe ich. Ich kann mich jetzt als 20-Jährige denken, das was Ängste hat, was füllt, die ersten, nach der Pubertät, die ersten Probleme, den Jammer, den man hat, das fühlende ich. Natürlich, wie schwer du was wiegen lässt, hängt von deinem Wertesystem ab. Dass du jetzt mit dem jetzigen, weil du ja ein paar Seiten weitergelesen hast, dieselben Probleme, die für dich als 20 ganz, ganz schlimm waren, du bloß noch drüber schmunzeln und sagst, mal bin ich blöd gewesen. Wo ich jetzt hier mir einen ausdenke, wir nennen das ganz einfach Bezi, der hier seinen Konkurs anmelden muss, ein Geschrei, jetzt wenn die Welt untergeht, und ich sage, Mensch, denk mal an deine Tochter, die ist 5, wie oft hat die schon einen Riesenaufstand gemacht, weil sie irgendwas wollte. Pass auf, wir schauen einfach nur das Bild dieses kleinen Menschen an, der sitzt da, dem laufen dicke Tränen runter, der schreit verzweifelt, du merkst, dieses Ding leidet. Denk wieder an die Interpretation eines Bildes. Es leidet, es leidet. Wieso bist du nicht traurig? Weil du sagst, Kindergeschwätz, die Tochter schreit, lass sie doch schreien, die hört wieder auf. Jetzt kommst du zu mir, ich muss Konkurs anmelden, was denken denn die Leute von mir? So, ich bin mein Vater, für mich ist das dasselbe Kindergeschwätz, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ja. Ich sage, lass uns mal in ein paar Jahren drüber unterhalten. Das wollen die alle nicht, du bist so unendlich ungeduldig. Da ist ein Dankbar. Oder manchmal verstehen oder es nicht verstehen. Und Hecker, ich benutze jetzt das H, das HL, HLGA. HLGA. Ich benutze jetzt das ganz einfach. Und jeder Geist, du Geist, der du jetzt zuhörst, wirst merken, irgendwann kommt unweigerlich mit einer extremen Hartnäckigkeit, warum gerade ich? Kennt jeder, weil dir plötzlich bewusst war, dass du was die einzige Ausnahme bist. Dass du was ganz was Wichtiges bist. Ohne dich gibt es die Welt nicht, die du träumst. Und es alles lastet nur auf deinen Schultern. Wohlgemerkt, ich rede nicht mit einer von dir ausgedachten Person, sondern mit einem Geist. Alles lastet auf deiner Schulter. Und die Frage kommt in dich hoch, ganz massiv, immer wieder, warum gerade ich? Und ich werde jetzt die Antwort geben. Ja. Wer denn sonst? Es gibt doch bloß dich. Hast du denn immer noch nichts begriffen? Ja, hörst du denn zu? Ja. So kommst du in die höhere Ebene des Geistes. Und was dich extrem frei macht, dass kein Zwang mehr da ist, irgendeine Figur in deinem Traum zu retten. Es reicht, wenn ich wach war. Und mitnehmen kannst du nichts. Wobei ich nicht bin, du schon erklärt, wenn du das absolut auf, wenn du dich hingibst und du bist in der nächsthöheren Ebene. Und jetzt kommt die Sache, dein jetziges Programm symbolisieren wir vom Intellekt mit dem Buchstaben H. Einfach als Symbol, dein ganzes Wissen, das ganze Wissen der Welt, aller Leute, die du dir ausdenkst, die aus deinem Wissen entspringen, ist nur ein Buchstabe H. Das ist dein Programm. Und der Computer, den ich als Programm wegnehme, ist tot. Ein totes Meer, wo keine Wellen mehr aufgeworfen werden, keine Gedankenwellen. Und ich verlange jetzt, wenn du mir, ich zitiere mich selber, wenn du mir jetzt dein jetziges Leben schenkst, kriegst du ein neues. Und jetzt wird dir klar, wenn ich mein Leben hergib, wenn ich mein Programm hergib, bin ich tot. Aber du vertraust mir. Wieso auch immer, du gibst mir den Buchstaben H und weil du mir vertraust, kriegst du von mir für den Buchstaben ein Wort, nämlich das Wort Haus. Jetzt wirst du feststellen, dass dieses Wort mehr ist wie bloß ein Buchstabe, aber dass ich dir genau genommen das H gar nicht weggenommen habe, weil du kriegst es ja mit dem Wort wieder zurück. Und irgendwann tauche ich wieder auf in dir. Mit dem neuen Programm kannst du natürlich viel mehr machen, so wie updaten. Und dann tauche ich wieder auf und dann will ich das Wort von dir zurück. Und weil du gute Erfahrungen gemacht hast, vertraust du mir wieder. Du gibst mir das Wort zurück und weil du mir vertraust, kriegst du jetzt für das Wort von mir einen Satz. Nämlich den Satz, du bist das Haus Gottes, in dem ich wohne.
jetzt in diesem Moment. Und dann wirst du feststellen, ich habe dir das Wort nicht weggenommen, weil das hast du ja auch wieder zurück, nicht? Weil von der absoluten Einheit kannst du nichts abtrennen oder ablösen. Das ist immer heil. Das ist das, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, bekommst du ein neues, und wenn du das versuchst am Leben zu halten, dann verhinderst du dich selber, dass dein Geist, dein Bewusstsein wächst. Und das Wachstum von Bewusstsein ist nicht ein Anhäufen von intellektuellem, persönlichem Wissen, sondern dass von den unendlichen vielen Möglichkeiten immer mehr Möglichkeiten in dir freigeschalten werden. Es ist ein Bewusstsein, ist immer mehr das Wachstum von Liebe. Und ich rede nicht von dieser schmalzigen Liebe. Das ist das Liebe-Rot, was alles ist, ist was ganz was anderes wie dieses, das Liebe. Das immer wieder trennt, selektiert.